Ich höre dich nicht. Warum höre ich dich nicht? Hallo. Jetzt aber, oh, und hocherotik. Ja, so bin ich. Nur für dich, Kay, nur für dich. Du bist in Hamburg, oder? Nein, ich bin gerade in Barmstedt. Ich spiele in Barmstedt. Und in Barmstedt, da wurde von einem Mann von Twitter, nehme ich an, dass es ein Mann war, weiß ich nicht, aber doch, er nennt sich Kleinstadt-Antifa. Der hat vorher zu einem Boykott meiner Show aufgerufen und hat gesagt, KW ist ja, der geht da jetzt hin, der ist in Hamburg aus dem Schmidt-Theater geflogen und jetzt geht er nach Barmstedt und besucht dort den Pöbel und macht seine rassistische, antiziganistische Gedönsshow. Und das Interessante ist, dass diese Leute dann immer irgendwie einen zum Opfer machen möchten. Und ich bin das aber gar nicht, weil ich hatte total die Freude. Sonntag, 9. Oktober 2022. Willkommen bei Indubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. Früher hatte man vor der Aufführung Angst, heute hat man nach der Aufführung Angst. Dieser brillante Satz kommt von meinem heutigen Gast. Er ist Entertainer, Kabarettist und ein sehr guter Freund von mir. Ein so guter Freund, dass ich vor einigen Wochen mit ihm hier auf Indubio meinen Geburtstag gefeiert hatte. Kay Way, schön, dass du da bist. Hallo lieber Gerd, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Danke für die Einladung und bin mir bewusst, dass ich ganz bestimmt wieder eine Menge mitnehmen werde. Früher hatte man vor der Aufführung Angst, heute hat man nach der Aufführung Angst. Dieser Satz ist wirklich brillant. Kannst du den Satz erklären, also für all die Menschen, die nicht allzu oft auf einer Bühne stehen? Naja, der begründet sich in der Tatsache, dass man ja früher dem Publikum gerecht werden wollte und seiner Kunst auch, gerade in meinem Fall, den Spagat dann hinbekam zwischen dem, was man machen will und zwischen dem, was man machen möchte. Dann, wenn das dann in einem grandiosen Erfolg endet, was ja nicht immer unbedingt dann gesagt ist, dass die Leute zum Schluss wirklich applaudieren oder sogar vielleicht aufstehen, dann hast du natürlich Angst. Schaffe ich das? Komme ich da hin? Und je mutiger du natürlich bist mit den Aussagen, je gefährlicher ist es ja. Deshalb war man früher ängstlich vor der Show. Heute ist es oft so, dass man auf die Bühne geht und man bekommt, gerade ich bekomme irrsinnig viel Zustimmung auf der Bühne, aber du kannst dich dann nicht mehr auf den fliegenden Teppich setzen und auf dem Applaus in die Garderobe fliegen, weil in dem Moment, wo du von der Bühne kommst, entsteht dieser Gedanke, hoffentlich ist nicht wieder jemand dabei, der dir versucht, einen Strick rauszudrehen, der dir das Wort im Mund umdreht oder dir ein Wort übel nimmt oder dir eine Haltung andichtet, aufdichtet, anheftet, die du nicht hast. Also die finden ja immer irgendwas. Und deshalb ist, das ist mir neulich aufgefallen, dass man eben von der Bühne geht und denkt, hoffentlich ist nicht wieder ein Bedenkenträger da, der sich beschwert. Aber woher glaubst du, kommt die Lust einiger Menschen im Publikum, dir aus deinen Witzen und aus deinen Geschichten einen Strick drehen zu wollen? Denn, sind wir mal ehrlich, selten war die Welt, in der wir leben, so offen und so tolerant gegenüber so vielen Menschen. Also warum sind sie gerade jetzt so unfassbar oft beleidigt? Ich glaube, den Leuten fehlt Halt. Ich glaube, dass den Leuten eine gewisse Art von Halt fehlt. Die brauchen irgendwas, wo sie sich dran festhalten. Wir wissen natürlich auch, dass die Menschen ja immer irgendein Feindbild brauchen. Und ja, und dann suchen sie sich jetzt vielleicht eben die Moral als Steigbügel aus und die vermeintliche Moral, wo keiner, ich sage ja immer, Moral ist nur Mangel an Gelegenheit. Und versuchen da Menschen zu diskreditieren. Und ich glaube, das liegt daran. Das ist wie so eine Religion, das liest man ja des Öfteren auch mal. Das hat ein bisschen was von Religion. Also die Leute gehen nicht mehr in die Kirche sonntags und vielleicht brauchen sie dann eben irgendwas, um sich gegenseitig zu bestätigen, wie toll sie sind. Ich glaube, es ist auch hat etwas mit mangelnder Bildung zu tun. Ja, also ich habe das ja nicht. Ich bin einfach ein sehr glücklicher Mensch, weil ich vor allen Dingen als Künstler auch mein ganzes künstlerisches Leben sehr gekämpft habe, aber weil ich das gemacht habe und immer so reflektiert habe, weiß ich jetzt ganz genau, dass ich mehr oder weniger richtig liege. Denn in diesem Richtigsein steckt, für mich steckt in meiner Kunst, Spaß zu transportieren. Und solange ich das mache und die Leute sich amüsieren,
finde ich mich einfach richtig. Und da kann man mich ruhig für angreifen, man kann da gerne anderer Meinung sein. Aber ich glaube, dass diese Leute irgendwie nicht in sicheren Satteln sitzen und deshalb irgendwie um sich schlagen und sagen, ich möchte aber auch mal jemand dissen. Ich möchte auch mal der gute Nachbar sein. Religion ist das absolut richtige Wort, weil ich glaube wirklich, dass wir es hier mit einer Religion zu tun haben. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin aus der Woken-Religionsgemeinschaft ausgetreten. Ich bin übrigens auch aus der katholischen Kirche ausgetreten, nicht weil ich nicht mehr an die Prinzipien der Nächstenliebe glaube, sondern weil die Institution mich verloren hat. Und genau so ist es mit der Woken-Religion. Institution. Sie hat mich verloren. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr liebe Hörerinnen und Hörer sage, sondern nur noch liebe Hörer. Nicht, weil ich aufgehört habe, Feminist zu sein, sondern weil ich mittlerweile das Gefühl habe, dass die genderneutrale Sprache nichts anderes ist als ein Gebet, zu dem wir gezwungen werden, es aufzusagen, unabhängig davon, ob wir daran glauben oder nicht. Und das zeichnet für mich gerade die ganze Woke-Bewegung aus. Es sind nur noch Worte, die gesprochen werden, um selbst ein gutes Gewissen zu haben. Die Menschen reden so, weil das ihr Ablassbrief ist, womit sie hoffen, ihre Sünden ausgleichen zu können. Und so wie einstmals die Kirche gezwungen hat, dass man ihr beitritt, genau so macht es heute die Woke-Religionsbewegung. Sie verlangt von uns, dass wir beitreten. Und wenn wir nicht beitreten, dann sind wir die Bösen. Genauso wie das Christentum, als es erstmal an die Macht kam, dann nichts Besseres zu tun hatte, als alles zu zerstören, was vorher da war. Der Judenhass blühte auf. Bibliotheken wurden von Christen niedergebrannt, Statuen wurden abgerissen, weil ab jetzt hatte nur noch das Christentum zu herrschen. Und genau so macht es die Woke-Religionsgemeinschaft auch. Da werden Bücher umgeschrieben oder direkt ganz verboten, da werden Statuen niedergerissen, da wird über die Vergangenheit so gesprochen, als wäre es absolut inakzeptabel, dass die Menschen damals nicht so großartig waren, wie sie sich jetzt fühlen. Und dann wird auch jeder zu einem Ketzer erklärt, der es wagt, anders zu sehen. Dann war man der Antichrist, dann war man böse. Dabei, wir alle glauben an die Prinzipien der Aufklärung. Wir alle glauben immer noch an die Prinzipien der Nächstenliebe. Aber ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil mich die Institution nervt, nicht weil mich die Idee nervt. Und genauso ist es mit der Woken-Religion. Und es ist mir egal, ob Menschen mich jetzt zur Hexe erklären, weil ich es wage, anders zu denken, oder ob sie sich bemüßigt fühlen, die Achse des Guten auf den digitalen Scheiterhaufen zu werfen, nur weil sie glauben, wir seien böse, Schwarzmagier und mit dem Teufel im Bunde. Und ich glaube, genauso geht es dir auch, Kay, oder? Ja, ich habe tatsächlich auch, ich war auch in der richtigen Kirche, also war ich tatsächlich auch. Ich war Kindergottesdiensthelfer als Kind und ich war als Jugendlicher und war Jugendgruppenleiter und war im Kirchenchor und bin da ausgestiegen, weil mir das alles zu spießig war und eigentlich genauso verlogen wie die Woke-Kirche. Das ist eigentlich genauso. Die tun alle so, als würden sie was Tolles machen. Und wo wir gerade bei Kirche sind, gestern habe ich einen Abend von Robert Long gemacht, der tatsächlich seinerzeit auch auf dem Index landete. Früher war das ja so, du brauchst nur was über die Kirche machen, dann bist du da drauf gewesen. Und der hat eine Strophe aus seinem Lied Jesus für, das habe ich gestern mit Inbrunst gesungen, herrscht Hungersnot in einem Land, dann hebt in Rom ein Mann die Hand und murmelt einen alten frommen Segen, den seinen hat's der Herr im Schlaf gegeben, denn lohnend häuft sich die Moral zu einem Aktienkapital und mit so einem Heiligenschein ist es esslich peinlich reich zu sein. Alljährlich schimpft der alte Herr auf Pille und Geschlechtsverkehr, solange es nicht zum Kinderkriegen nötig. Nun ja, der alte Herr ist eben ledig. Er sagt, dass es eine Sünde sei, zu bumsen ohne Angst dabei. Die Kirche duldet keinen Sex und wenn schon, dann mit Schuldkomplex. Da ist alles drin, was ich liebe. Wenn man über diese Woken-Leute redet, die sind ja genauso verlogen.
Im Stern-TV ist doch diese Umfrage gewesen, da war doch Sarah Bosetti und Heinz-Rudolf Kunze und hat sich ausgemehrt und hat gesagt, er findet das unglaublich und unmöglich, was da, diese ganze Genderei. Und da ist tatsächlich bei rausgekommen, dass 93% der Zuschauer dieser Sendung, und das waren 80.000 Leute, die da hingeschrieben haben, 93% gegen Gendern waren. Und dann hat Sarah Bosetti gesagt, ja, jetzt möchte ich aber auch mal wissen, was der Non-Binäre dazu sagen. Und sie hat echt nicht gewusst, dass das vorbereitet war. Es waren nämlich dann aufgeteilt in Männer und Frauen, ergaben sich 95% der Männer, 89% der Frauen und 95% der Diversen waren gegen das Gendern. Dann wurde Heinz-Rudolf Kunze gefragt, ob er das nicht ungewöhnlich findet, dass so viele Frauen gegen das Gendern sind. Und dann hat er Richtung Sarah Bosetti geguckt und hat gesagt, nein, ich habe heute die erste Frau kennengelernt, die dafür ist. Und das war Comedy pur. Also, ja, im Gegensatz zu früher aber, da macht die Religion jetzt keine Angst mehr. Also mir macht diese Woken-Leute machen mir keine Angst, die machen mir Spaß. Das ist wirklich das Einzige, ist tatsächlich, also wenn ich sage, man hat Angst nach der Show, um nochmal darauf zurückzukommen und auf den durchaus ernsten Inhalt, ist wirklich, dass es diese Bedenkenträger gibt, die stillen, die diese Woken-Leute eben ausnutzen. Also die hintenrum die Rädchen drehen. Das ist natürlich nicht schön. Du hast gerade einen älteren Liedtext zitiert. Ich möchte auch mal einen Liedtext zitieren aus den 80ern, und zwar von den Ärzten. In einem Lied heißt es: Es macht die Runde in der Koalition, selbst Rita Süßmuth weiß es schon, Hannelores Tag ist grau, denn Helmut Kohl schlägt seine Frau. Er beißt ihr in die rechte Brust, er ist ein Mann, genau wie wir, tief in ihm, da steckt ein Tier. Und nachts hinter verschlossenen Türen kriegt seine Frau den Wolf zu spüren. Er ist ein Mann wie ich und du. Und Helmut Kohl schlägt wieder zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solches Lied heute über Olaf Scholz oder vor ein paar Jahren noch über Angela Merkel möglich gewesen wäre. Zudem weiß ich, dass die Ärzte nun erklärt haben, dass sie einige Lieder aus ihrem Oeuvre nicht mehr singen werden. Unter anderem die fette Elke. Das heißt, die Ärzte singen ihr Werk nicht mehr. Was ist da los? Ja, also Verlage verbrennen ja auch ihre eigenen Bücher mittlerweile. Ja, ich kann da nur drüber lachen. Ich glaube, die Leute wollen, ja, es gibt zwei Beweggründe. Der eine ist, sie wollen sich natürlich dieser Woken-Gemeinde anschließen, auf diesen Zeitgeist springen und machen sich dazu aber so Geistesgestörten, meiner Meinung nach. Und das zweite ist, sie wollen natürlich diesem Mob entgehen, denn wir wissen ja, dass zum Beispiel Michael Jackson Lieder sollen nicht mehr gespielt werden, weil der was mit Kindern hatte, angeblich. R. Kelly Lieder sollen nicht mehr im Radio gespielt werden, weil der angeblich was mit Kindern hatte. Ich pflege dann immer zu sagen, wenn man keine Lieder von denen mehr spielen sollte, weil die was angeblich was mit Kindern hat, aber R. Kelly ist es ja bewiesen sogar, dann dürften wir aber auch in keiner Kirche mehr nur noch eine einzige Note singen. Dann sollten wir da mal alle Orgeln abschrauben. Das heißt, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich halte das für Blödsinn. Das ist genau wie Denkmäler abhauen und die Kunst spielt verrückt. Also ich bin auch nie ein Fan von den Ärzten gewesen. Ich bin ja ein großer Fan von Kate Bush. Und Kate Bush hat das Thema auch mal betroffen. Also bei Kate Bush war es so, dass sie Rolf Harris hat singen lassen in dem Lied The Painter's Link. Und Rolf Harris ist ja ein Moderator gewesen von einer Popsendung und der hat einen Pädophilie-Skandal am Arsch gehabt, er hat sich an Kindern vergriffen, ist auch, glaube ich, verdonnert worden. Und sie hatte die Möglichkeit, diese Platte tatsächlich, die hat alle ihre Platten, einige Platten neu aufgenommen. Und da hat sie den dann rausgenommen und hat ihren Sohn da singen lassen. Also sie hat das künstlerisch ohne Kommentar, hat sie das einfach geändert. Das finde ich auch legitim. Das war ein ganz schöner künstlerischer Kniff, den sie da gemacht hat. Alles andere ist Verrücktspielen. Ich finde, es ist Verrücktspielen. Tatsächlich verrückt spielen, aber das ist ja, wenn eine neue Religion daherkommt,
und sich diese Religion als der Weisheit letzter Schluss versteht, dann wollen die natürlich alles zerstören, was vorher da war, weil alles vorher war ja böse und eben nicht so großartig, toll und einzigartig wie eben jetzt die neue Religion. Deswegen haben ja auch die Christen dann gerne angefangen, Bücher zu verbrennen, zu verbieten, haben die Inquisition gestartet, weil sie ja glaubten, so dermaßen auf der richtigen Seite zu sein, dass alles, was vor ihnen war, nur böse sein konnte, unter anderem das Judentum, aus dem sich das Christentum ja entwickelt hatte, und jeder, der aber bei dem Judentum blieb, war dann ein Feind. Und das habe ich bei den Woken auch manchmal. Die reißen Statuen nieder, die verändern Bücher von Astrid Lindgren, die wollen Karl May komplett auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Alles nur, weil sie nicht akzeptieren können, dass die Menschen noch nicht an die Religion geglaubt haben, die sie erst gerade selbst vor ein paar Minuten erfunden haben. Ja, natürlich. Aber ich finde, dass zum Menschsein ja auch Fehler gehören und eine Vergangenheit. Also ich habe in meinem Leben ja nun wirklich keine Party ausgelassen und habe viele Fehler gemacht und auch viele Dinge gemacht, die ich heute auch moralisch bedenklich finde. Aber ich muss die nicht eliminieren. Ich bin froh, dass ich diesen Anhänger voller Erinnerungen und ich habe ein Leben gelebt. Und und auch künstlerisch. Es gibt für mich keinen Grund, irgendetwas zu, das ist ja auch eine Art Vertuschen, so etwas zu vertuschen. Ja. Nur um auf einer richtigen Seite zu sein. Also, ich weiß auch nie, welche Seite richtig ist. Auch du wurdest vertuscht und weggeschnitten. Das ist erst ein paar Wochen her, und zwar bei Nightwash. Was genau war da los und möchtest du darüber berichten? Ja, das ist total interessant. Also, ich bin bei Nightwash aufgetreten und habe einen Auftritt gemacht. Also ich habe bei Nightwash lange nicht gespielt und bin dann in Löhne gewesen, auf einem großen Comedy-Fest, ein Zelt mit ein paar tausend Leuten drin und mit den Kollegen Ingmar Stadelmann und Faisal Kawusi und Pocher. Also da waren alle die guten, großen Leute vertreten und ich habe dann meine Show gemacht. Also ich teile Menschen nur ein in Menschen und Arschlöcher und entspannt euch mal alle wieder ein bisschen und wir haben Dauerdiskriminitis und das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das fanden die so toll, dass die mich dann dauernd angefragt haben. Und dann war ich mit dem gleichen Programm war ich dann im Waschsalon bei dieser Aufzeichnung. Und ja, die haben die Leute auch gefeiert. Die haben das abgefeiert und die haben auch verstanden, was ich sagen will. Nach dem Motto, also die Moral, wir brauchen keine hyperdoppelmoralinsauren Tugendwächter. Wir brauchen einfach einen klaren Menschenverstand und Nächstenliebe. Und dann kommen wir auch durch. Und nicht Leute, die uns erzählen, was Nächstenliebe ist. Das, glaube ich, weiß jeder selber mehr oder weniger. Und ich habe dann abgeräumt bei diesem Auftritt und dann ist der Kollege, wie heißt er denn, schwuler Moderator, der ist dann auf die Bühne gegangen und hat den Leuten dann gesagt, es gibt Worte, die dürfen auf so einer Bühne nicht mehr gesagt werden. Und das war, ich glaube, das war das Wort Bimbuschädel. Ich hab gesagt, da geht man dann irgendwo hin und die ganzen Worte, man kommt da durcheinander. Wir wollen nicht sagen, um welchen Moderator es sich gehandelt hat, aber ich kann mich an die Anmoderation erinnern, wie er dich anmoderiert hat. Und da es ja gewisse Dinge gibt, die man angeblich nicht mehr sagen darf, möchtest du aus deiner Erinnerung nochmal kurz sagen, wie dieser Kollege dich angesagt hat? Ja, der hat ja zu mir gesagt, so, wir haben ja gerade über Drogen gesprochen, jetzt kommt unser Drogenkasper, der hat ja viel Erfahrung mit Drogen gehabt, so, haha. Naja, also das war jetzt ein böser Scherz, aber damit kann der ja leben. Ja, so. aber Drogenkasper. Aber dann geht Bimbo-Schädel nicht. Bimbo-Schädel geht dann nicht, nein. Aber das Interessante ist, dass das Publikum, das vorher für mich geklatscht hat, dann mit mal gedacht, ach ja, stimmt ja. Und so wurde das, die Meinung dieses Publikums wurde dann mal eben gedreht. Weil die Angst haben. Die haben Angst, selber in das Zentrum der Kritik zu geraten. Ich meine, Nightwash wurde ja lange Zeit auf WDR gesendet, also bei den öffentlich Verächtlichen. Und die öffentlich Verächtlichen wissen, wie sie andere Leute verächtlich machen können. Das ist ihre Kernkompetenz und das machen sie. Und wenn sie jemanden moralisch vernichten wollen, dann machen die das. Und jeder hat einfach Angst. Angst, wenn er einmal falsch gelacht hat und dann hat die Kamera das auch noch aufgenommen, dann ist man auch gleich auf dem Scheiterhaufen der öffentlichen Meinung. Und dann klatscht man gerne einfach mal auch die Predigt der öffentlich Verächtlichen runter und klatscht dafür. Das Interessante ist, dass die natürlich erschrocken waren, ob des großen Shitstorms, der während der Live-Übertragung
dann bei Facebook startete. Wir wissen ja, dass gerade dieser ganze Empörungsmob bei Facebook zu Hause ist. Und das ist ihnen dann, sie haben dann einfach, sie haben Angst bekommen, so wie du sagst, dass ihnen der Kanal gesperrt wird. Interessant ist, dass nach meinem Auftritt dann eine Kollegin aufgetreten ist, wie soll ich sagen, für die wir kürzlich eine neue Toilette gefordert haben. Und die hat dann quasi ein Porno auf der Bühne erzählt. Und ich fand das total interessant. Ich dachte, hui, die ist aber echt ordinär. Da hätte man mich früher von der Bühne gejagt. Und dieser Auftritt, der ist jetzt bei Facebook veröffentlicht worden. Und Ach. Da unter diesem Auftritt von dieser Dame ist ein Mega-Shitstorm. Aber das ist egal, weil dieser Shit, das ist ein guter Shitstorm. Der geht nur, das ist sexistisch und das ist was weiß ich und das, die erzählt ein Porno und überhaupt und so. Aber sie hat eben nicht Mohrenkopf gesagt oder Bimbo-Schädel. Und deshalb da wird das gezeigt und meint's eben nicht. Also, aber auch das, ich finde es ja eher lustig. Was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe, ist, am Ende regen wir uns ja über Schallwellen auf. Denn nichts anderes sind Worte. Und es gibt Worte, die waren mal Beleidigungen und wurden aber zurückerobert. Der Begriff schwul wurde mal als Beleidigung benutzt. Der Begriff weibisch wurde mal als Beleidigung benutzt. Der Begriff Jude wurde über Jahrhunderte auch als Beleidigung benutzt. Und all diese Begriffe wurden zurückerobert. Und deswegen verstehe ich nicht, warum Leute davon ausgehen, dass wenn ein Begriff geäußert wird, dieser Begriff direkt als Beleidigung verstanden wird, ganz so, als hätte ein Kabarettist oder ein Entertainer wie du gerade nichts Besseres zu tun, als eine Menschengruppe zu dissen. Dabei willst du doch einfach nur, dass die Menschen lachen, auch über sich selbst und über vielleicht sogar die eigenen Vorurteile, oder? Genau, ganz genau. Also ich möchte die Leute unterhalten und ich glaube, dass die Leute, wenn sie aus meiner Show gehen, zumindest reflektieren, wann und wo sollte man gewisse Worte einsetzen und wo nicht. Und wann werden diese Worte benutzt für Waffen? Denn das war ja, also der Kollege, der Moderator, der da bei Nightwatch war, den habe ich schon lange auf dem Kicker. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Konkurrenz zu tun. Der wollte einfach seine Position stärken und mich aus dem Weg räumen. Und dazu hat er dieses Wort benutzt und hat es quasi ich habe ja aufgeklärt. Ich habe gesagt, Leute, entspannt euch mal. Und das hat er dann zu einer Waffe gemacht und hat gesagt, nein, nein, das ist also, das geht gar nicht. Also ich finde, das ist alles völlig geistesgestört und total irre. Es passiert ja immer, auch mit allen Gruppen, dass man sich über sie lustig macht. Der gut aussehende Mensch in Filmen ist dann immer auch ein wenig dumm. Der muskulöse Mann in Filmen ist dann gerne auch mal impotent. Der reiche Mensch ist ein Ausbeuter. Der kluge Mensch ist gerne mal ein Streber. Die Weißen können nicht tanzen. Die Deutschen sind gerne Nazis. Die Italiener sind alle klein. Die französischen Frauen rasieren sich nicht. Und die Portugiesen haben immer noch Muscheln als Währung. Und all das gehört. Mit dem Rasieren war mir neu. Und mit all diesen Klischees arbeiten wir, auch weil wir uns kennenlernen wollen. Es gibt doch diesen schönen Satz, das Lachen ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen. Wenn zwei Menschen miteinander lachen können, dann verstehen sie sich schon, zumindest auf dieser Basis. Und da wir alle natürlich auch immer ein wenig Angst haben vor dem Fremden, Dinge, die wir nicht einsortieren können, ist ein Lachen, vielleicht auch über erstmal Klischees und Vorurteile, die erste Brücke, die gebaut wird, damit zwei Fremde sich verstehen können. Und ich habe ein wenig Angst, dass wir mit unserer politischen Korrektheit der Verständigung der Menschen im Wege stehen. Ja, das glaube ich auch. Und vor allen Dingen merzt es ja die Verlogenheit nicht aus. Das ist ja, was über all diesen Sachen steht, ist ja Verlogenheit. Wenn zum Beispiel der Quatsch Comedy Club an seine Künstler einen Brief schickt, in dem drin steht, uns allen ist bewusst, dass sich unsere Gesellschaft seit ein paar Jahren radikal verändert. Wir erkennen diese Dinge, dass Dinge, die bis vor kurzem noch völlig akzeptabel schienen, jetzt als diskriminierend und rassistisch und beleidigend wahrgenommen werden. Bitte überprüft eure Texte auf Gendergerechtigkeit, Rassismus, Sexismus, Gedöns. Dann ist das, ich finde, das ist so doppelmoralisch, denn wenn, ihr könnt eure Haltung da überprüfen, aber nicht eure Texte, denn die Texte sind dazu da, um den Leuten Freude zu bereiten und nicht, um die Leute
zu verändern. Denn es geht niemand in eine Comedy-Show, um seine Gesinnung zu ändern. Ich gehe auch nicht in eine Geisterbahn, um als Gespenst wieder nach Hause zu gehen. Das ist also völliger Quatsch. Und was mich an dieser ganzen Diskussion megamäßig nervt, das ist tatsächlich etwas, ansonsten lache ich ja nur, aber da bin ich wirklich genervt. Ich kenne zwei Transvestiten, also zwei Transmenschen, die nach erfolgreicher Operation es ganz oben in gewissen Positionen geschafft haben. Einmal ins öffentlich-rechtliche Fernsehen, zweimal sogar beide in öffentlich-rechtliches Fernsehen. Die könnten doch jetzt, wenn sie dann schon die gendern auch um ihr Leben, die könnten jetzt tatsächlich wirklich mal ein Zeichen setzen und sagen, seht her, ich bin als Mann geboren, ich habe es aber habe mich zur Frau gemacht und habe es geschafft, eine Karriere zu machen. Das ist in diesem Land möglich. Aber das machen sie nicht. Sie verschweigen ihre Vergangenheit und fangen an, darum zu gendern und also auf einem Seitengleis quasi auf dieser Hyperdoppelmoral mitzufahren, ohne tatsächlich ehrlich zu sein. Warum sind diese Leute so unehrlich? Und jetzt soll mir keiner erzählen, die lügen da eher, die haben Angst vor Anfeindungen. Gerade heute wirst du gefeiert, wenn du dich hinstellst und sagst, ich stecke im falschen Körper. Ich sage ja immer, ich bin transparent. Ich bin ein Unsichtbarer im Körper eines Sichtbaren. Und meine Pronomen sind wer und wo. Du bist ein Mensch, der schon so lange auf der Bühne ist, dass du auch noch Zeiten kennst, wo es tatsächlich Regelungen und Gesetze gab, die das, was du gemacht hast, kriminalisiert haben. Und deswegen, ich verstehe es einfach nicht, warum jetzt in einer Zeit, wo es diesen institutionalisierten Hass nicht mehr gibt, der Widerstand stärker geworden ist. Genau, das ist ja der Grund, warum ich sage zu den Waffen. Also ich habe da ja mein Leben lang immer gegen gekämpft. Und zwar gegen, es ist ja nichts anderes wie eine Spießigkeit. Wo wir früher die spießigen Nachbarn hatten, haben wir jetzt Spießer im Publikum. Und Gott sei Dank sind es aber nur einige wenige. Wir wissen ja mittlerweile, dass Menschen, die sich beschweren, das nicht nur einmal machen, sondern wenn es eben geht, 10-mal am Tag an 5 verschiedenen Stellen. Es sind ja nicht so, wenn dann immer kommt, wir haben viele Beschwerden gekommen, dann ist das oft nur einer, der sich an 4 verschiedenen Stellen an 8 Tagen beschwert. Denn die meisten Leute, klärt ja auch wieder diese Umfrage vom Gendern, die meisten Leute mögen dieses Gedöns nicht, die kommen aber bei dieser ganzen Krakelerei nicht durch. Und ich habe also in meinem Leben, deshalb kann ich da nur drüber lachen, diese Figur Kay Ray ist ja so entstanden, dass als Travestiekünstler, das ging mir so auf den Sack, die waren auch so konservativ früher, habe ich halt eben keine teuren Kostüme gekauft, sondern eine Müllmann-Uniform, weil ich die halt in Techno-Zeiten einfach knallig fand, in Knallorange mit silbernen Plateauschuhen. Da haben die auch schon gekotzt. Dann habe ich angefangen zu rauchen, weil man das auf der Bühne nicht durfte. Dann habe ich angefangen zu saufen, weil man das auf der Bühne auch nicht durfte. Dann habe ich mich ausgezogen, weil man das auch nicht durfte. Und irgendwie habe ich eigentlich alles durch. Ich habe lustige Figuren mit meinem Geschlechtsteil gemacht. Ich habe auf der Bühne übrigens zu Don't Cry for Me Argentina in einen Eimer gepinkelt. Das gehört zu den Sünden, die ich heute auch nicht mehr tun würde. Aber ich habe es gemacht. So, dann habe ich gesagt, ich kann jetzt meine Rente einfahren. Und jetzt kommen aber diese Spieße alle wieder aus der Ecken raus. Und da haben sie sich aber bei mir wirklich deutlich verhoben, weil ich habe meinen Spaß weiter. Das ist meine Häuser sind voll, die Leute kommen. Ich habe Spaß. Das finde ich interessant, dass gerade jetzt bei dir die Häuser auch wieder voll sind, weil ich spreche mit sehr vielen Kollegen, die halt die Erfahrung haben, dass nach Corona und vor allem nach den Corona-Maßnahmen sich die Theater immer noch nicht füllen. Davon sind besonders jene Theater betroffen, die eher so ein etwas älteres Theaterpublikum haben, die sich einfach noch nicht trauen, in die Theater zu gehen. Zudem haben wir Theater ja auch viel gemacht, um die Leute draußen zu behalten. Wir hatten lange Zeit Maskenpflicht in den Theatern. Dann gab es eine Impfpflicht. Dann hat jedes Theater in Deutschland Grenzsoldaten abgestellt, die gesagt haben, kann ich bitte Ihre Papiere sehen, bevor sie überhaupt über die Grenze des Theaters gelassen wurden. Also sie mussten nachweisen, überhaupt den richtigen Körper zu haben. Waren sie im falschen Körper, im ungeimpften Körper? Da wurden die nicht reingelassen. Und aus einem ehemaligen hereinspaziert wurde ein, kann ich Ihre Papiere sehen? Und das führt nun dazu, dass die Theater immer noch leer sind oder viele Theater leer sind, weil sich die Menschen dort nicht mehr wohlfühlen. Bei dir aber ist die Hütte voll. Kay, was machst du richtig?
Ich glaube, also gibt es bei mir natürlich auch. Und deshalb kann ich auch von hier nur die Empfehlung aussprechen, an alle Leute ins Theater zu gehen und auch die Kollegen zu unterstützen und auch die Theater und die Kultur zu unterstützen. Und alles, was du da vorhin gesagt hast, unterschreibe ich auch. Die erfolgreichsten Theater, die es dann so gibt, also nehmen wir mal dieses, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ist ja auch Schmidt egal. Also dieses Theater in Hamburg von unserem Spielbuden Blasiersch. Die machen natürlich, die haben sich während der ganzen Corona-Zeit, hätten die ja auch mal irgendwas Kritisches machen können. Das haben sie natürlich nicht gemacht. Und deshalb gibt es so ein paar Häuser, wo ich so dann so denke, auch naja, euch würde ich es ja gönnen, aber diese Butze ist auch voll. Bei mir ist es, glaube, es liegt bei mir daran, dass ich immer schon diese Klientel bedient habe, die einfach sagen, wir nehmen das alles nicht so ernst und wir wollen einfach nur Spaß haben. Und das sind jetzt, das ich, mein Programm ist ja auch generationsübergreifend. Ich habe wirklich von 80-jährigen Leuten in die Mit-40er. Das Einzige, was ich jetzt wirklich verliere, das ist manchmal, aber auch nur zu einem Teil, diese ganz jungen Leute. Also die sind bei dem Geschlechtergedöns und was ich so erzähle, ich stelle ja die These auf, zum Beispiel brauchen wir einen Regenbogenparkplatz. Warum brauchen wir jetzt einen Parkplatz für Vielfalt? Ich vermute mal, damit die Nazis wissen, wo sie die Schwuchteln finden, die sie kloppen wollen. Und wer kontrolliert das? Eine Politesse mit Paillettenpudelmütze. Und vor allem wie? Wie wird überprüft, ob jemand homosexuell ist? Ja, du, da steigt jemand, der muss aussteigen und seine Rosette zeigen. Und Ich wenn glaube die auch. Zu eng ist, dann sagt er, entschuldigen Sie, Sie haben ein heterosexuelles Arschloch, Sie müssen Ihren Wagen umparken. Und du merkst ja schon, ich meine, du kennst mich. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich hatte neulich drei Schwule im Publikum, wo ich dann dachte, ah, hoffentlich kommen die damit zurecht. Und die lachen sich alle tot, weil sie genau wissen, natürlich könnte das schwulenfeindlich sein, wenn du den Homosexuellen auf ein gedientes Arschloch runterrechnest. Darum geht es aber nicht. Es geht einfach darum, das alles nicht so ernst zu nehmen. Und nach einer ziemlichen Durststrecke, ich habe darauf gebaut, dass den Leuten diese ganze woke Gemeinde wirklich langsam auf den Sack geht und dass sie dann sagen, so, wir gehen dahin, weil die Revolution frisst ihre Kinder. Und so ist es einfach jetzt, dass meine Häuser voll sind, weil die immer sagen, Mann, also da jetzt, bei dem haben wir wieder richtig was. Und das ist auch völlig absurd. Das ist einfach absurd. Mich beunruhigt das aber, dass gerade die jungen Leute so besonders konservativ sind. Denn eine Bewegung wurde dann immer brutal, wenn die Jugend ideologisiert war und dann auch noch an den Hebeln der Macht saß. Ich sage nur Kinderkreuzzüge, das war kein Spaß. Und bei den Nazis waren es auch die Studenten, die auf dem Opernplatz die Bücher verbrannt haben, weil sie auf einmal glaubten, jetzt kommt die neue Gesellschaft und wir sind jetzt das arische Volk und wir sagen jetzt, wie ein gesundes Volk aussieht und wir verbrennen alles, was schmutzig, unanständig und krank ist und entartet. Das war ja deren Bezeichnung für die Kunst, die sie nicht akzeptiert haben. Und deswegen macht es mir besonders Angst, wenn der natürliche Feind der Komik auf einmal die Jugend ist. Das ist tatsächlich so, aber immer diese Angst kommt bei mir natürlich auch hoch, die Sorge und auch Wut. Aber ich habe da für mich ein Ventil gefunden. Also ein Ventil ist ganz eindeutig, all diesen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Und dann hat sich das für mich erledigt. Und die Sorge, die hast du ja auch. Ich habe ja nun ein 11-jähriges Mädchen. Und dann denke ich mir, das ist eure Welt. Also das ist, ihr gestaltet euch eure Welt. Ich bin Gott sei Dank, das ist schön am Alter. Ich bin 56 Jahre alt. Ich muss dann in dieser Welt nicht leben. Und der einzige Einfluss, den ich darauf nehmen kann und auch nehmen will, das ist eben in Gesprächen mit meiner Tochter, mit der man natürlich auch, was weiß ich, Mohrenkopf-Debatten hat oder LGBTIQ-Debatten hat. Und dann versuche ich ihr das mit meinem Verständnis und mit meinem Leben dann zu erklären. Und da versuche ich Einfluss zu nehmen auf einen kleinen Teil der neuen Generation, nämlich durch meine Tochter. Das Interessante ist ja, dass Menschen immer dann revolutionär sind, wenn sie noch nicht an der Macht sind. Wir haben gerade das Schmidt-Theater angesprochen. Was das Schmidt-Theater sich in den 80ern und 90ern erlaubt hat, ist ja legendär. Das war ein richtig mutiges Theater. Und dann irgendwann wurde das Schmidt-Theater aber immer mehr zu einer Institution Hamburgs und bekam immer mehr Macht. Und ich sage immer,
Ob jemand Pazifist ist oder nicht, findet man erst dann heraus, wenn der Pazifist eine Waffe in der Hand hat. Man muss die Pazifisten bewaffnen, um herauszufinden, ob sie wirklich Pazifisten sind. Und wenn ich mir anschaue, wie manch ein revolutionärer Theaterleiter heute agiert, in dem Moment, wo er die Waffe des Staates und der öffentlichen Meinung in der Hand hält, erkenne ich, dass sie eigentlich nicht revolutionär waren, weil sie gegen die Mächtigen gingen, sondern sie waren revolutionär, weil sie nicht die Mächtigen waren. Und bei dir merke ich, du bleibst einfach revolutionär, ganz egal, wie gut es dir auch gerade geht. Wie ist deine Situation gerade zum Schmidt-Theater? Ja, also ich habe ja dem Schmidt-Theater damals auch geschrieben, als das alles passierte. Da wurde ich ja auch tatsächlich wirklich klassisch gecancelt und das hat mir auch echt einen Tritt versetzt, denn andere Leute kriegen nach 30 Jahren Zusammenarbeit eine goldene Uhr und ich einen Tritt in den Arsch per Mail. Natürlich per Mail? Das heißt, du wurdest per Mail entlassen? Ja, ich habe 3 Monate mit 3 Leuten, mein Booker, meine Assistentin Yvonne und ich, wir haben 3 Monate lang versucht, herauszukriegen, wann denn die Verträge, die da vorlagen, 8 Stück oder 6 Stück, wann die denn unterschrieben werden. Und es wurde immer gesagt, ja, morgen, morgen, morgen. Und dann wurde gar nicht mehr, hat man sich gar nicht mehr gemeldet. Und dann wurde den Kollegen, also meiner Kollegin Caroline Fortenbacher, abgeraten, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich ja so komische Sachen sage auf der Bühne. Und das hat also dann schon, der Flüsterfunk hat schon das Haus verlassen. Und dann haben die gemerkt, jetzt wird es langsam eng, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ich habe dann nochmal angerufen im Programmbüro und habe mich da liebevoll eingebracht und habe gesagt, ich würde gerne mehr mit euch machen. Ihr seid ja auf Schiffen unterwegs und ihr macht doch auf Tour, Schmidt on Tour. Und da haben die mich alle dreckig belogen. Jede Abteilung hat gesagt, aber natürlich, Kate, das ist eine gute Idee. Und dann haben sie gemerkt, jetzt wird es langsam eng, wir müssen uns äußern. Und dann haben sie mir eine Mail geschickt, in denen drin stand, du bist ja der Meinung, auf der Bühne darf man alles. Und wir sind der Meinung, das ist nicht so. Und deshalb möchten wir die Verträge nicht unterschreiben, die wir hier schon liegen haben und möchten nicht mehr zusammenarbeiten und wir möchten auch nicht diskutieren. Anrufe sind zwecklos und ja, so wurde ich dann zensiert. Also das. Da muss ich aber nachfragen, du hast zu Don't Cry For Me Argentina in Eimer gepinkelt, du hast Figuren aus deinem Penis geformt und hast die obszönsten Dinge auf der Bühne gesagt. Bitte, was hat denn dazu geführt, dass du gecancelt wurdest. Was bitte hast du gemacht? Ich war einfach nur ich. Ich war das, was ich immer gemacht habe. Übrigens die. Aber gegen wen ging es? All das andere war ja vorher möglich. Also was war auf einmal anders? Die Antwort darauf sind, bleiben Sie ja bis heute schuldig, weil Sie genau wissen, dass Sie dann in den großen woken Fettnapf treten. Es gab eine Produktion im Schmitz, die hieß Paradiso, das haben die zu Corona-Zeiten gemacht und für diese Produktion haben sie halt Kellner da gehabt, die mich nicht kannten. Das waren muslimische Kellner, türkische Kellner, ich weiß nicht, also muslimische Kellner, die kannten mich nicht. Die anderen kenne ich ja seit 30 Jahren, also mit denen habe ich ja auch immer Spaß gehabt nach den Shows und so haben wir noch gesessen und einen getrunken und die haben dann auch gesagt, du, wenn du was da Nevermind singst, dann mit deiner Band auf der Bühne, dann bringe ich dir ein Getränk auf die Bühne und so. Also wir hatten kumpelhafte total. Die wussten genau, wie sie mich einordnen mussten und das Spaß und lustig so. Und diese neuen Kellner dann in dieser Produktion Paradiso, wo ich dann nachts quasi meine Late Night gemacht habe, die wussten das nicht einzuordnen. Und es hat einfach kein Gespräch stattgefunden. Die haben dann, die waren wohl irritiert über meine Türkenwitze. Ich erzähle ja dann, also es ist auch eigentlich ziemlich harmlos. Ich sage, ich habe einen türkischen Nachbarn und der Vögel 8-mal am Tag seine Frau und sagt immer, ich ficke dir. Und dann habe ich an die Wand geklopft und gesagt, dich, ich ficke dich. Und dann hat er bei mir geklopft und dann habe ich gedacht, jetzt hat er das wörtlich genommen. Und dann hat er aber zu mir gesagt, ich ficke deine Mutter. Und dann habe ich gesagt, warum wollen eigentlich alle Türken meine Mutter ficken? Und ja, das war dann zu viel. Das ist, wenn man mich nicht kennt und man ist so ein weichgespültes Programm, was durchaus seine Berechtigung hat da, dann kann das sein, dass das schockierend ist. Aber da hätte man einfach einen Kaffee trinken machen können und wir hätten geredet. Man hätte auch zu mir sagen können, okay, wir möchten nicht mehr mit dir arbeiten, uns gefällt dein Stil nicht mehr, wir wollen uns da verändern, hätte man auch sagen können. Ja. Sie haben eben gar nichts gemacht. Sie haben nichts gemacht, haben aber nicht damit gerechnet, dass ich mich wehre.
Denn alle anderen haben sich ja nicht gewehrt. Alle anderen wurden ja auch wegen irgendwelcher Sachen daraus gemobbt. Also ich erinnere da an Tim Fischer oder an Marlene Jasch. Ich meine, die arbeiten da ja alle nicht mehr. Lilo Wanders, weiß ich, wurde auf der Bühne von Corny aufs Schlimmste beleidigt mit den Worten "Verpiss dich von meiner Bühne", wo ich gedacht habe, es gibt nichts Schlimmeres als Fremdschämen. Aber das ist natürlich jetzt eine neue Qualität. Wo früher der Bayerische Rundfunk Corny zensiert hat, ist Corny jetzt mit mal der Bayerische Rundfunk. Das finde ich auch so lustig. Also dieses Theater ist alles andere als subversiv. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Heizdecken, die sie verkaufen, wenn die Leute rausgehen. Und ich bin jetzt drüber weg, aber das hat mir schon tatsächlich echt einen Schlag versetzt, muss ich schon sagen. Und es ist ja auch nicht das einzige Theater. Ich habe ein Programm geschrieben, das heißt, wonach sieht's denn aus? Und in diesem Programm kommt die Frage, wonach sieht's denn aus, wenn Migranten immer ihren Pass verlieren, aber selten ihr Handy? Seitdem darf ich jetzt nicht mehr im Bahnhof Langendreher spielen, in Bochum. Also da kann ich dir noch 1000 andere Beispiele nennen von diesen Durchgeknallten. Und da kann ich den Leuten auch tatsächlich dem geneigten Zuhörer abraten, in diese Theater zu gehen. Also guckt einfach auf meinen Tourplan, wenn ihr in ein gutes Theater gehen wollt, das fernab von diesem woken Wahnsinn ist, dann besucht die Theater, in denen ich auftrete, weil das sind Theater, die für freie Kunst stehen und das alles nicht so ernst nehmen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn wir so kritisch umgehen mit den Worten von Komikern, warum gehen wir da nicht ebenso kritisch um mit den Worten von Ideologen? Denn da ist ja auch immer wieder interessant, wie sehr sie zum Hass aufrufen. Die Leute wollen Karl May verbieten, aber bei dem Koran, da drücken sie aber alle Augen inklusive ihrer Hühneraugen zu. Und da verstehe ich nicht, warum gibt es diese unterschiedliche Bewertung von Texten? Warum sagen wir, Karl May ist böse, Mohammed, Töftekerl, darf weitergedruckt werden? Ja, da gibt es ja, ich kann es dir nicht sagen. Also das ist, ich habe jetzt gerade auf einem Schiff gespielt und da war ein türkischer, der macht irgendwas in einem türkischen Kulturverein. Der kam zu mir und mit den Worten, ich habe gedacht, da war sie wieder, diese Angst, hoffentlich kriege ich jetzt nicht einen auf die Fresse. Und dann kam der an und hat gesagt, Free Speech, Free Speech. Und hat gesagt, es wird echt Zeit, dass Leute sowas sagen, weil auch in Hamburg gibt es muslimische Gemeinden, die so laut und empörend sich über jeden Mist empören. Und da muss jetzt langsam mal was gegen unternommen werden. Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, dass man an gewissen Stellen Angst hat. Und deshalb macht man sich an so Schwachsinnsdebatten, statt dass man die Dinge beim Namen nennt. Ich habe letzte Woche geschrieben, schauen Sie Talkshows, in denen man Thomas Gottschalk zum Rassisten erklärt, Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer auch zum Nazi und Georgine Kellermann zur Frau. Das würde sich für dumm erklären, wenn Caroline Kebekus Ihnen sagt, Sie seien es, weil Sie Spiegelei sagen wollen, Moderatorin aber nicht. Das sind auch alles Probleme, die die Welt überhaupt eigentlich gar nicht hat. Wir haben ein Problem zum Beispiel mit antisemitischen, schwulen, zusammenkloppende Muslime. Stattdessen wird aber Alice Schwarzer vorgeworfen, sie hätte dafür gesorgt, dass in Münster ein Transit totgeschlagen wird. Also das ist alles völlig verdreht und feige. Es ist auch feige. Das ist wirklich erschreckend, als vor ein paar Wochen Malte C. beim CSD in Münster ermordet wurde, dass dann tatsächlich für ein paar Tage nicht wenige Menschen, darunter auch einige Politiker, geschrieben haben, das läge ja daran, dass Alice Schwarzer, Sarah Wagenknecht, Alice Weidel und Marie-Louise Vollbrecht es gewagt haben, die woke transsexuelle Ideologie zu kritisieren. Ein paar Tage später kam dann raus, dass der Täter einen tschetschenischen Hintergrund hatte und der so offensichtlich dann doch von einer anderen Ideologie motiviert war als von einer Biologievorlesung und der Emma. Und dann auf einmal wurde es sehr still. Ja, aber weißt du, das ist ja das Problem. Man kann sich, da sind wir wieder an dieser Stelle, wo ich an diesem Punkt dann eben denken würde, mache ich mir da jetzt drüber Gedanken, was ist denn da los und wie kann denn das sein? Oder ich setze mich mit meiner 30-jährigen Erfahrung, Bühnenerfahrung, mit meinen 56 Jahren und gerade die letzten 5 Jahre, in denen ich über diese Strömung ja Witze mache, oder ich setze mich hin und sage, die sind alle geisteskrank.
Damit ist das für mich dann einfach beendet, weil sie alle geisteskrank sind. Die sind alle nicht mehr ganz dicht. Das hat sich an die Prioritäten, haben sich völlig verschoben. Was wahr ist, ist nicht mehr wahr. Was früher galt, ist, wie sagt Birgit Kelly immer, ein Stuhl ist ein Tisch. Also da ist wirklich, es ist wirklich was dran. Wenn Lisa Fitz in der Spätschicht von mir aus falsche Zahlen nennt, dann wird hinter ihrem Rücken rumgetuschelt und sie fliegt da aus der Sendung raus und da wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Wenn aber am nächsten Tag Karl Lauterbach falsche Zahlen nennt, in einer verantwortlichen Position, in der diese Zahlen wirklich wichtig sind, also wenn mir eine Comedienne, wer immer das ist, eine Zahl nennt, dann, das ist für mich kein Faktum. Das kann ich dann kritisieren oder nicht. Aber wenn Karl Lauterbach mir falsche Zahlen nennt, dann ist das schon was anderes. Da wird gar nichts gemacht. Und daran kann man sehen, dass die ganzen Prioritäten irgendwie völlig verschoben sind. Niemand redet darüber, dass wir antisemitische und extremst schwulenfeindliche Leute auf der Straße haben. Das sagt einfach keiner, weil sie alle Angst haben, man würde alle Muslime in einen Topf schmeißen, was man ja überhaupt nicht tut. Man benennt einfach nur das Problem. Und da kann ich auch wieder nur auf meine Erfahrung zurückgreifen. In den 90er Jahren, da gab es bestimmt auch Schwulenfeindlichkeit und wurden die Leute zusammengekloppt. Und wir sind mit dem ganzen Pulverfass in Hamburg auf den Dom gegangen, in den Ranger und haben kopfüber in den Ranger gehangen. Und der wurde da oben angehalten und der Besitzer von dem Ranger-Karussell hat gesagt, da oben hängen die ganzen Schwuchteln vom Pulverfass, jubelt mal. Heute würdest du doch im Fummel nicht mehr über den Jahrmarkt gehen können. Und bitte, damit möchte ich nicht meinen, dass es nicht auch deutsche Christen gibt, die da kloppen. Aber die Chance, dass es ein Muslime ist, der dich da beleidigt und zusammenkloppt und eventuell noch ein Messer dabei hat, ist dann auch nicht so klein, sagen wir es mal so. Du hast gerade gesagt, dass Narren gecancelt werden, wenn sie falsche Zahlen präsentieren, aber Politiker nicht zurücktreten, wenn sie falsche Zahlen präsentieren. Und das ist wirklich ein Phänomen der heutigen Zeit, dass je seltener die Politiker zurücktreten, umso öfter werden die Bürger gecancelt. Und das bringt mich auf einen Satz von Bertolt Brecht, der mal gesagt hat, wenn der Regierung das Volk nicht mehr gefällt, warum wählt sie dann nicht einfach das Volk ab? Und ich habe mittlerweile das Gefühl, genau das erleben wir gerade. Wenn der Politik das Volk nicht mehr gefällt, wählt die Politik das Volk ab und cancelt die Bürger. Ja, die Frage ist natürlich, das ist tatsächlich, also wo wir vorhin von Ängsten gesprochen haben, was macht das alles mit einem? Da muss ich dir sagen, also ich mache mir um die neue Generation nicht unbedingt Sorgen. Ich, wie gesagt, meine Tochter, hoffe ich, die kriegt das hin. Und ansonsten gestalten die ja ihre chaotische, geistesgestörte Welt selber. Wenn denen was nicht passt, kleben die sich dann eben auf die Straße. Ich habe ja jetzt immer Sürströmming-Stinkefisch dabei. Wenn also bei mir sich einer dahin klebt, dann habe ich schnell Beton, klebt die richtig fest, dass die nicht wegkommen und stelle zwischen jeden eine Dose Stinkefisch. Da müssen sie dann aushalten. Aber worüber ich mir wirklich Sorgen mache, ist, weil das nämlich auch meine Zeit und unsere Gesellschaft und dieses Land betrifft, wenn es für uns alle kalt wird und wenn es denn so kommt und wenn wir Blackouts haben, wenn es denn so kommt und das alles zusammen gemischt mit diesem Frust, denn ich meine, Künstler sind, die Theater sind leer, alle versuchen irgendwie Geld zu verdienen und es wird aber immer mehr aus den Taschen genommen. Und davor, da habe ich tatsächlich wirklich, das ist eine Angst, die habe ich schon, weil diese Leute ja auch, die werden ja nicht müde, diese Spaltung und dieses Gedönsdrama weiterzutreiben. Also das, wo jedem Comedian eigentlich angeraten wird, bohr nicht noch in irgendwelche Wunden rein. Da haben diese Leute überhaupt keine Verantwortung. Das ist denen völlig egal. Die spalten einfach immer weiter. Und dem kann man tatsächlich nur mit Witz begegnen. Also wo wir vorhin so schöne Zitate hatten, ich habe ein schönes Zitat von Wolf Biermann, das ist mein Lebensmotto. Wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die Öffentlich-Rechtlichen sehr oft nichts anderes als Verachtung für uns übrig haben. Das bringt mich wieder zu dem Begriff die Öffentlich-Verächtlichen, weil das ist ja das, was sie uns zeigen. Sie verachten uns und sie verachten uns deswegen, weil sie genau wissen, dass sie ja die
Waffe haben, mit der sie uns zwingen können, ihr Programm zu finanzieren. Also ein Böhmermann, eine Anstalt, all die anderen öffentlich verächtlichen Narren, die wissen ganz genau, dass all die Leute, die sie beleidigen und die sie verächtlich machen, dennoch für die Verächtlichmachung selbst zahlen müssen, weil sie das Recht haben, von jedem Bürger in diesem Land die Rundfunkgebühr zu erzwingen. Und deswegen all die öffentlich verächtlichen Hofnarren treten nach unten. Und ist das wirklich Humor, wenn die Mächtigen die Schwachen auslachen? Ich finde ja, soll jeder machen, wie er das machen will. Das Schlimme, was ich daran am schlimmsten finde, ist, dass ich glaube, diese Leute sind in ihrer Geisteskrankheit tatsächlich davon überzeugt, dass das, was sie da tun, richtig ist, ohne zu hinterfragen. Die sind davon überzeugt, weil die das ja auch an allen Ecken und Enden bestätigt kriegen, dass das richtig ist. Es gibt da, wo du öffentlich-rechtlich sagst, dieses Beispiel von der Umweltsau, meinetwegen. Ja, also die machen diese Umweltsau. Kann man jetzt halten von, ist Satire von mir aus, ich habe es nicht begriffen, dass es Satire sein soll. Ich fand es auch ein bisschen unverschämt, aber von mir aus können sie es machen. Wenn ich aber jetzt einen Song machen würde und ich würde singen, unsere Oma hat, wo Titten waren, eine Narbe, unsere Oma ist eine alte Transensau, was meinst du, was dann los wäre? Unsere Oma sucht im Hühnerstall ihren Penis. Unsere Oma ist eine alte Transensau, was meinst du, was da los wäre? Und das ist für mich dann wieder so ein Messer, Gradmesser, wo ich sehe, die sind einfach, die hinterfragen das nicht von zwei Seiten. Die sind in dieser Position, die Richtigen sein zu wollen. Ich würde doch als Künstler auch schon darüber nachdenken, ob ich einfach einem Sender gut aufgehoben bin, der jeden Sonntag den ZDF-Fernsehgarten macht. Da denke ich doch, ich habe ja diese Geschichte, wo ich gefragt werde, ich bin angefragt worden bei Stefan Mross für die Sendung Immer wieder Sonntags. Da habe ich gesagt, da gehe ich gerne hin mit Sprengstoffgürtel. Geistesgestört, die sind alle krank. Du sagst, geistesgestört sind sie. Die Geistesgestörten sagen dann, du und ich, wir seien alte weiße Männer. Das ist ja der neue Begriff, der benutzt wird, die alten weißen Männer. Wo ich immer denke, das ist der Versuch, aus etwas eine Beleidigung zu machen, was nie eine Beleidigung war. Alter weißer Mann ist ebenso wenig eine Beleidigung wie schwul, weibisch oder Jude. Aber es wird jetzt versucht, daraus eine Beleidigung zu stricken. Nimmst du es als Beleidigung auf, wenn jemand sagt, ach, der Kay Ray ist doch nur ein alter weißer Mann? Nein, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin ja auch eine applausgeile, scheinbisexuelle Resterampensau. Also ich lebe ja nach dem Motto, so blöd wie ich das brauche, kann mir keiner kommen. Es kommt einfach keiner. Ich habe eine Rüstung und diese Rüstung ist ein gelebtes Leben und der Zweifel natürlich. Der Zweifel ist immer das Maß aller Dinge und natürlich auch das Bewusstsein, Fehler machen zu machen und auch Fehler machen zu dürfen. Und deshalb sind das, du kannst, wer weiß was erzählen, was haben die Leute über mich geschrieben? Wenn ich mir das alles anziehen würde, das mache ich nicht. Ich gucke in den Spiegel und ja, von mir aus können die alles zu mir sagen. Das kommt bei mir definitiv nicht an, weil ich ja merke, dass das alles eine übergestülpte Hypermoral ist, wo Gefühle zu Fakten werden. Also es ist Quatsch. Kannst du mich nicht mehr treffen. Wunderbar. Du bist für mich immer noch ein Revolutionär und dafür liebe ich dich und dafür gucke ich mir all deine Shows an und ich rufe all die Leute, die jetzt hier heute zuhören, dazu auf, bitte in eine Show von Kay Ray hineinzugehen, denn man muss sie live erlebt haben, um zu wissen, was passiert. Ich übernehme aber keine Haftung. Es kann wirklich viel passieren. Es kann unglaublich lange dauern. Auch da die Frage, da hast du auch keinen Vertrag mit. Deine Show kann auch mal 4-5 Stunden gehen, oder? Also du hörst auf, wenn du keine Lust mehr hast. Ja, und es ist tatsächlich so, ich mag eben keine Regeln. Ich habe nie Regeln gemocht. Ich mag die Freiheit. Darum hasse ich es auch, dass jeder jetzt anfängt, sich da selbst zu zensieren, indem er neue Namen für Gebäck und Paprikasoßen erfindet und sich selber da so einem Diktat aufsetzt. Ich bin ein freier Mensch und ich möchte das Essen kaufen. Ich bin bunt und vielfältig und zwar im alten Sinne. Ich vögel, wen ich will, ich fahre das Auto, was ich will, ich esse, was ich will und ich sage, was ich will. Und für mich gibt es in einer Show keinen Anfang und kein Ende. Bei mir kannst du auch mittendrin reinkommen und sagen, was machst du denn da gerade? Weil meine Shows in dem Moment entstehen, wo sie stattfinden. Und ja, deshalb versuche ich auch da frei zu sein.
Ja, und ich liebe meinen Job. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde das auch machen, wenn keiner kommt. Weil ich einfach meinen Job so liebe. Ich finde mich einfach lustig. Und ich habe immer Angst, dass ich so rumeier oder mir widerspreche. Also diese Sache mit Kate Bush, da habe ich mir, glaube ich, auch ein bisschen selbst widersprochen, weil die hat sich ja auch gecancelt. Aber sie hat es halt eben auf eine tolle Art gemacht. Hey, es spricht nichts dagegen, sich auch selbst zu widersprechen, denn das gehört zur Wahrheitsfindung dazu, Pro und Contra. Und ich finde erst heraus, ob ich mir widerspreche, wenn ich meine Gedanken formuliere. Und ich finde, das gehört dazu. Es gehört dazu, dass wir erstmal frei sprechen können, um selber auch uns eine Meinung bilden zu können. Es gehört auch wieder Mut dazu, Fehler zu sagen, sich selbst zu widersprechen und all das erstmal rauszulassen. Und die Schere im Kopf sorgt für nichts anderes als dafür, dass wir uns überhaupt keine Meinung mehr bilden können. Und Leute, die sich selber keine Meinung bilden können, tendieren dazu, wie Schafen den Führern hinterherzulaufen. Und ein solcher Mensch bist du nicht. Ach, das hast du sehr schön gesagt. Und das ist wieder dieses Ding, was ich mitnehme. Das, was du mir da wieder mitgibst. Das ist tatsächlich, weil das ist ein Gedanke, der mir echt immer, immer und immer wieder kommt. Kai, du musst auch aufpassen, dass du dir nicht selber dann widersprichst, oder. Aber das stimmt natürlich. Du merkst das eigentlich dann erst, wenn du Dinge äußerst. Und ich versuche diesen Prozess in meinem Kopf ja zu beschreiben oder zu erklären, indem ich sage, es muss auch nicht alles richtig sein, was ich sage. Also muss nicht. Kann sein, dass das irgendwann, denke ich, dass ich dann in einer Woche denke, so ganz richtig ist das ja auch, weißt du, so. Genau, weil nur so wächst man. Man wächst daran, dass man Fehler macht und an diesen Fehlern wächst. Das ist Menschsein. Also wären wir sind unverändert, wenn wir tot sind. Da hat doch keiner Bock drauf. Ja. Ist ein Engel. Danke. Wenn ich deine Termine wissen möchte, was gebe ich im Netz ein, um dich zu finden? kray.de. kayray.de. Genau. Wunderbar. Bestimmt spielt Kay Ray auch in einem Theater in ihrer Nähe. Und ich bedanke mich für das wunderbare Gespräch, Kay. Und ich sag mal Tschüss. Tschüssi, ich danke dir. Vielen Dank. Tschüss, mein lieber Gerd.